Dr. Takt, Videokolumne Nummer 14, Weihnachten 2020. Johann Sebastian Bach, Weihnachtsoratorium, Bachwerkeverzeichnis 248, erste Kantate, daraus Schlusschoral Nummer 9 in Fragmenten. Eines der bekanntesten Stücke aus dem Weihnachtsoratorium, bekannt für die lange Pause am Beginn, dann diese Einwürfe von Trompeten und Pauke, begleitet vom Basso Continuo und wieder Pause. Und natürlich nein. Zwischendurch singt der Chor auf die Melodie von Vom Himmel hoch, da komme ich her, diesen sehr bekannten Schlusschoral. Und auch wenn Fragmente nur erklingen, mag der eine oder andere im inneren Ohr genau diesen Choral hören, diese Musik hören, die aber hier eben nicht präsent ist, nicht da ist. Wir haben ein Fragment gehört. Und die große Frage ist natürlich bei jedem Fragment die, warum ist das Fragment ein Fragment? Warum wird hier etwas als Teil eines Ganzen wahrgenommen, von dem ein anderer Teil fehlt? Warum wird nicht einfach dieser Teil als ein Ganzes an sich wahrgenommen, ohne dass man danach fragt, was dort davor oder danach oder in den Pausen passieren mag. Es gibt natürlich verschiedenste Erklärungen, angefangen von gestaltpsychologischen Momenten, dass eben eine einfache Gestalt, der etwas fehlt, von der Wahrnehmung ergänzt wird. Wobei die Gestalt eines solchen Musikwerkes, eben auch als in der Zeit ausgedehntes, doch komplexes Werk, ist doch zu kompliziert und zu komplex, als dass das hier greifen könnte. Es gibt die ontologisch-metaphysische Erklärung, dass es dort so etwas gibt wie ein außerhalb unserer Wahrnehmung existierendes Werk an sich, das eben als solches dann durchscheint oder durchschlägt, wenn man nur einzelne Teile davon hören. Oder es gibt natürlich auch einfach die phänomenologische Erklärung, dass wir in der Wahrnehmung immer wieder etwas aktualisieren, was wir als etwas anderes vielleicht vorher schon einmal gehört und erinnert haben, besonders wenn es so ein einprägsames und ja auch berührendes, großes Musikstück ist. Und wo wir dann auch nur einzelne Teile brauchen, damit unsere Imaginationskraft, unsere Vorstellungskraft uns vor dem inneren Ohr da etwas hören lässt, was eigentlich gar nicht erklingt, was gar nicht sich in dem Moment dieser einen Aufführung realisiert. Und in diesem Sinne, mit der Kraft der Vorstellung, wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachten. Achso, sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie eine E-Mail. takt@deutscheoperberlin.de